warte auf die Anleitung. Das sollte dann jetzt fertig sein. Zeige. Ei. Okay. Also, von der Kirche. Lieber Sandrocker. Immer noch ein super Name. Wir wissen, dass die Lebensmittelsituation katastrophal ist und nach einer nächtelangen Diskussion haben wir vielleicht eine Lösung. Haben wir überhaupt irgendwas gegessen die letzten Tage? Fällt mir gerade so auf. Kommt heute Abend um 19 Uhr zum Lagerfeuergespräch und wir werden ein wenig Licht in die Sache bringen. Okay. Und G, wie versprochen, habe ich ein neues Hydrogel entworfen im Anhang. Hydrogelkern. Hydrogeltür. Okay. Ach so, das war mit dem Essen gemeint, weil die komischen Echsen das Ding kaputt gemacht haben. Ja, okay. Ich dachte, sie hat Kritik daran, wie das Essen zubereitet wird. Handwerker Ash, wir sind in den Bruch gegangen und haben herausgefunden, dass du die Wahrheit gesagt hast. Wir waren so überrascht. Ja, die dachten ja, wir hätten geflunkert, dass wir die alle besiegt haben. Wir haben das Loch, das du geschlossen hast, überprüft, ist Held. Das ist wahrscheinlich die Quelle der Monster. Wir haben auch Ministerien Mathilde über den Vorfall informiert. Sie hat uns gebeten, einen Plan auszuarbeiten, um die Giegler aus der Umgebung zu vertreiben und eine Belohnung für jede Hilfe ausgesetzt. 50 Gold dafür, dass wir unser Leben aufs Spiel gesetzt haben und eine Horde von denen besiegt und überhaupt alles. Und ein paar getrocknete Sandbären. Wollt ihr mich verarschen? Es gibt noch ein paar andere Monster in den tieferen Teilen des Bruchs, aber wir halten sie nicht für eine große Bedrohung. Also wird sie als die gefährliche Ruine für dich geöffnet bleiben, damit du Handwerkerzeugs holen kannst, wenn immer du es brauchst. Eieieiei. Okay, das waren alle. Man kann ja nicht weiter scrollen, ne? Ne, okay. So, was braucht das gute Ding denn jetzt? Bestimmt zu viel. Eieiei. Ihr könnt es als Relikt ausgraben oder ich könnte meine Händler im verlorenen Paradies schmutziger machen. Ach, Hände im schmutzigen verlorenen Paradies schmutziger machen. Das. Anleitung für die Laden der Handelsgilde. Ich mach das andere zuerst. Ja. Klopf, klopf, wer ist da? Hydrogel, Hydrogel wer? Ich hab dich nicht gehört. Hydrogel wer? Warum schreist du so? Das ist nicht nett. Hydrogel? Okay, ich bleibe beim Bauen. Wow. Ja, Witz übersetzen ist schwierig. Okay, zusammensetzen. Das ist eine große Tür. Wir brauchen definitiv mehr Kupfer und mehr Bronze. Hier wäre schon mal Bronze. Wir brauchen Bronzerohr, ist richtig. Stinknormale Kupferplatten. Nachtausrüstung. Sehr gut. Du nimm Kupferreste. Und die lassen wir erstmal brodeln, hm? Also wir könnten sie auch abbrechen und die Kupfersachen anschmeißen. Ja, doch, brich mal einen ab. Genau. Kupferplatten. Wir haben echt nicht viel Kupfererz rausgeholt. Naja, na gut, Dailies abholen. Ja, wir holen auf, aber eine Menge Arbeit. So. Biokruste? Was ist Biokruste? Hartholz, Stock, Gummischläuche. Ja, ne, hier Bronzestäbe.
Marmorziegel. Wo wir gerade hier sind. Dieses Ventilator-Dingens. Da. Bronzeklinge. Kaufen. Schießpulver. Wir haben gar nicht so viel Gold. Ja, wir brauchen definitiv mehr Gold. Viel mehr Gold. Wozu? Irrelevant. Naja, doch. Zum Erweitern von unserer Farm natürlich. Und zum Erweitern von unserem Inventar. Und so Dinge. Hier mal kurz. Fünf Tage noch Zeit. Brauche noch zwei davon und fünf Bronzestäbe. Bronzerohr. Bronzestab. Okay, das dauert ein bisschen. Und derselbe Tisch wird auch benötigt für die Marmorplatten. Ist auch nicht so ideal. Kann die Fische fangen. Bis Fische fangen bräuchten wir. Was muss man mit da? Fürs Fische fangen bräuchten wir noch mehr von diesen Sandbärenködern, richtig? Jetzt eine von. Hier war doch irgendwo ein Spot, wo die wachsen. Wachsen die denn jeden Tag danach? Das war hier, glaube ich. Okay, sie sind also nicht jeden Tag an derselben Stelle. Das wäre ja auch zu einfach. Das kann fünf Tage warten. Das ist okay. Moin. Hä? Ein Tanzwettbewerb, was? Ich bin. Was für ein Tanzwettbewerb? Ich bin gut im Tanzen, bis ich mit jemandem Augenkontakt aufnehme. Dann fühle ich mich unbehaglich, muss aufhören. Vielleicht würde ein wenig Jagdmehlmilch die Situation entspannen. Also ich glaube, Jagdmehlmilch ist wirklich ein Synonym für irgendwie einen White Russian oder sowas in der Richtung. Also, ich mache jetzt gerade einen kleinen Abstecher runter in die Mine. Für Kupfer. Und um Zeit zu schinden, damit die Schmelzöfen und Schleifen, was auch immer ihre Ballo fährt, ihre Arbeit machen. Gleichzeitig auch weiter runtergraben. Ja. Windmühlen, Wetterfahren, irgendwas. Da haben wir noch zwei Level-Up-Punkte. Eins davon für Mining. Unter uns ist das. Gut aus. Kupferherz. Nee. Und direkt Kupferherz. Das weiter runtergraben ist ein Sekundär. Und da, wo es hier so ein bisschen dunkler ist. Sinnerz. Datendisk, Kupfererz.
15 jetzt. Das ist aber nicht viel, was hier drin ist. Also gefühlt war es im ersten Teil ein bisschen fokussierter, wo man was gefunden hat. So ist es eigentlich ziemlich egal, wo man hinschlägt. Man kriegt immer ein bisschen was von allem. Kommt mir jedenfalls so vor. Springen. Nein, ich wollte scannen. Juwelenei. Juwelenei Teil 1 nochmal. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Okay. So. Ja, damit. Metallspule. Wow. Wusstest du das, was getickt hat unter meinen Füßen? Tretminen. Schon wieder Teil 1. Steine. Gefahrene Kampfroboter. Das sieht cool aus. Sieht cool aus als die anderen Ebenen. Muss man da hoch? Oh, das ist ein Jumping-Ding. Ja, okay, warte. Brauchen wir keine Ausdauer für, also können wir das fix machen. Also, wir müssen darüber. Ja, okay, das war jetzt nicht so wild, aber trotzdem ganz nett, so eine kleine Jumping-Puzzle-Einlage. 20 Ausdauer. Oh! Nice. Aber was zu essen? Dörrfleisch. Weg. Sortieren. Getrocknete Beeren. Ausdauer plus 2 alle 2 Sekunden. Dauert halt ein bisschen, ne? So, wahrscheinlich auch Hotkini-Beeren. Dich raus. Warum verschwinden die hier? Bären dahin. 6. Gut. Wir haben es eigentlich schon 3:30. Wir müssen uns darauf achten, wir brauchen
Das Ei muss den Zyklus durchlaufen für diese Bronzestangen. Oh. Da muss der Zyklus ja nochmal durchlaufen für die Marmorplatten, ne? Für Heidi. Ja, komm, das machen wir dann mal. Karte. Ruinen verlassen. Jo. Sind wir gut vorangekommen. Nach oben. Augen offen halten nach Sandbären, sonst aber nach Hause. Hey Burgess. Reinkippen. Da sind die. Und jetzt noch zwei Marmorziegel. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ja, wir müssen die jetzt erst noch herstellen. Wir haben kein Marmor. Okay, das heißt, wir werden jetzt einen Auftrag nicht heute abgeben können. Das ist schade. Gut. Eine Lieferung. Hm? Ja, ich habe von einem Tanzwettbewerb gehört. Ich weiß, wie man den Affen tanzt. Ich weiß, wie man den Kartoffelbrei tanzt. Das sollte reichen, um zu gewinnen, denke ich. Machst du mit? Ich höre davon heute zum ersten Mal. Schön. So, wo wir gerade hier sind, du nimmst hier immer billige Geschenke. Nimm einen Kupferbarren. So. Ja, wir... Keine Ausdauer mehr. Wir brauchen Ausdauer, um die Marmordinger zu bekommen. Wir könnten jetzt noch Schatztruhen suchen. Oder halt andere Quests. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt mehr Quests annehmen, die Quests laufen teilweise auch aus. Oh, wir haben es gleich 19 Uhr. Gleich ist relativ. Die stehen jetzt noch eine Stunde rum. Mit dir? Hey, last time you were of record-breaking speed. Could I perchance trouble you? How wonderfully refreshing! I just love your can-do attitude. This is the storage box and jerky for Fang. You know Fang, right? He's the one who lives in the clinic. He's quiet, but devilishly handsome. Und er ist eigentlich nur eine Fleischpuppe für den Raben. Aber ja, kenne ich. Und can-do attitude ist egal. Originally, I wanted to try and be his friend. I'd bring deliveries to him and try to strike up a conversation. Every time he'd just stare at me or tell me to leave him be, it was awkward. Then his bird told me to go away. It's imperative you deliver within 24 hours again. Don't let the bird kick you out, too. By the way, could you also help me check if he's changed his opinion of me or not? Okay. Ja, er wird nicht zu diesem Treffen hier hinkommen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit vor dem Treffen, schnell dahin zu huschen. Yeah. Sollten vielleicht das Pferd nehmen und nicht vor dem Pferd hier laufen. 18:15. Delivery! Delivery! Why you...
Bist du sauer auf Avion? Nosy, nosy. Du bist ein Doktor? Ich bin ein Doktor. Willkommen, willkommen, komm rein. Wie geht's dir? Du siehst gut aus. Was? Hey Vogel, willst du einen Wurm? Danke, danke, guter Vogel. Okay, wir haben das Paket übergeben. Aber wir haben nicht wirklich Feedback bekommen. Was aber auch nicht zu erwarten war. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Fang einfach nicht weiß, was er tut. Er ist einfach nur ehrlich. Er will seine Ruhe haben. Es ist nicht böse gemeint. Er braucht einfach nur seine Ruhe. Aber es kommt bei den Leuten halt so an, als wenn er sie dann nicht mögen würde. Oh, Avio ist gar nicht mehr bei dem Treffen. Oh, geschafft. Zeitig. Fast. 10 Minuten später. Simmer down now. Come on, simmer down. We all know the hydrogel crisis is indeed dire. We're all about to starve. To death. No, no, we're not. Calm down, Cooper. Owen came up with a plan, and I think it's as mighty good as any. You should hear him out. Owen? Thank you. Last night, I sat down with Miguel and the minister and did a rough inventory estimation of all the food we have in stock in and around Sandrock. It turns out we actually have enough food. Probably. To last for a bit. But it's unevenly distributed. Get to the point, man. We ain't got all day. Right. So we'll use my stage for us to do a dance-off, where you need to donate some food to enter. And I have prizes. You lost me there, partner. What the what? I really don't see the reason to dance when we're about to starve to death. I second that there notion. Without the drama. What Owen meant was since there are some of us who are more fortunate than others when it comes to food security, it is our responsibility to make sure society as a whole perseveres through this difficult trial. Owen has volunteered his stage and time to organize a food drive in the form of a dance-off contest. Anyone can enter by donating some food. The church will help distribute the food to the people that need it. Uh-huh. We'll show our adversaries what Sandrock generosity is all about. Plus, it'll give our builders enough time to do their business. That made sense. I could try to track down some of that old world canned food you see in the ruins sometime. I could do some extra cooking. Meat. Better not to make people's lives any worse. By gum, it's just crazy enough to work. All right, Minister, you'll have your food drive. We'll be seeing y'all at the dance-off. Be there, be square. And by square, I mean... Yes, yes, it's wonderful to have you on board here, Cooper. Now, what about the rest of y'all? Can I count on the good people of Sandrock to come together and make the first ever Sandrock dance-off and food drive a resounding success? Splendid. I'll be sending out more details via the mail. And with that, I hereby declare this here fireside meeting to be adjourned. Conserve water! Ja, also das ist der Tanzwettbewerb, von dem wir schon vorher gehört haben, weil die alle in Zukunft blicken können. Oh, Avio, warte. Also wir müssen auch irgendwie kochen lernen, ne? How did it go? Did you make the delivery? How about Fang? Is my exile still in effect? Es scheint, als sei er immer noch sauer. Ah, that's disheartening. How can someone resist my charming smile? By the way, Builder, you can be certain that I haven't forgotten about a reward for your help. But I feel you deserve something particularly special. Let me think on it a while. I'll certainly repay you handsomely.
Also keine Belohnung. Also 31 Gold. Ja, ist okay. Raus. So, kochen. Also die Idee ist ja an sich nicht schlecht. Man könnte auch einfach sagen, dass die reichen Leute einfach ein bisschen was von ihrem Zeug abgeben sollen. Aber das wäre wohl zu direkt. Also macht man es so, dass die reichen Leute jetzt freiwillig ihr Zeug abgeben, um halt bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Was ein bisschen komisch ist, weil nicht jeder will tanzen wollen, aber ja. Na gut, die Idee ist ja ganz nett. Und wenn wir mitmachen wollen, müssen wir auch Essen geben und wir haben kein Essen. Geh aus dem Pferd-Ding jetzt raus. So. Eine fixe Küche zu bauen, weiß ich nicht. Wir wissen aber auch noch nicht, wann das Ding überhaupt ist. Also vielleicht haben wir noch genug Zeit, eine Küche zu bauen. Ich meine, Post wird erst morgen oder übermorgen eintreffen davon. Ja. Bronze. Mehr Kupfer. Habt ihr da noch Brennmaterial? Du nicht. Du nicht. Schleifer. Hier mal ein bisschen anschmeißen, dass wir alles so ein bisschen mehr auf Vorrat haben. Also wir können gesalzene Fische und Dörfleisch anbieten. Aber ich weiß nicht, ob das so viele Punkte geben wird. Haustuch. Jagdmehlpuppe. Wüstenverteidigerhemd. Ganz schön viel schon herstellen. Was noch ein paar reine Rautücher. Mit den Rautüchern können wir was anderes craften. Jo, ab in die Haie. Morgen wird Marmor geklopft und geguckt, wie das Termin auf sich ist, ob wir dann vielleicht noch schnell genug eine Küche craften können. Sonst organisieren wir uns irgendwas zu essen. Wir können ja auch was zu essen kaufen und es dann donaten. Mal schauen, mal schauen. Jetzt erstmal gute Nacht.